Hallo! Freunde, welcome back to Backstage! Hast du ja den neuen Spruch integriert? Heute, seht ihr, sind wir draußen, es ist ziemlich heiß. It's gonna be good and hot in here. Oh, wir hatten beide... Welcher ist besser, welcher ist besser? Okay, wie ihr seht, wir haben den Grill ausgepackt, genau. Ein paar Würstchen und dran. Und vielleicht um die Frage zu beantworten, ja, wir mögen Bratwurst. Wisst ihr noch, Blali, diese Würstchen sind für dich. Dicke Würstchen. Der ist noch nicht durch, Mann. Ja, warum sitzen wir hier? Backstage von welchem Video? Ich glaube von dem hier. Ja. Ich würde mal sagen, wir lesen erstmal ein paar Comments vor, oder? Würde ich auch mal sagen. Comments. Los geht's! Daskis Skitter schrieb WoW Goldfarmen. Oh mein Gott. Was? Das ist ein mega Zufall. Als das Video online ging, habe ich dieses Kommentar live gelesen. Und ich glaube, das Kommentar soll uns sagen, dass wir Sheng fesseln sollen, den Keller sperren sollen und der soll da Gold farmen, oder? Ja. Level schneller! Verdammt! Laura G. Oh Gott, ich bin doch bekloppt. Ich habe tatsächlich Pippi in den Augen. Aber ernsthaft, tolles Video, Jungs, und sogar eine tolle Botschaft. Respekt. Ja, das habe ich oft gelesen. Dass das es haben wohl wirklich manche von euch geweint bei diesem Video. Ich würde mal sagen, hauptsächlich Mädchen. Zwar nicht unbedingt unsere Absicht, aber... Also, schreibt mal rein, falls ihr ein Junge wart, ob ihr geweint habt. Ja, natürlich. Da stand ja auch öfter drin, ja, endlich mal was mit Botschaft oder so. Als ich das geschrieben habe, hatte ich ehrlich gesagt Angst, dass jetzt so kommt, oh, wo ist jetzt hier der sinnfreie Kram, den ihr sonst habt? Ich dachte so, das kommt nicht gut an, dieses... Aber man muss ja auch mal... was Neues ausprobieren, something, ne? Tryen. Laura G. Wie wär's mit deinem G-Punkt, wenn wir da mal was ausprobieren? Richtig rein. Enderman? Enderman? Bist du der Bruder vom Slenderman oder was? Oder vom Ausländerman? Ein Oscar für den Film. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, aber wir könnten es vielleicht schaffen. Wir haben ja schon ein Denkmal aufgestellt. Ja. Ja, das war aber nicht für unsere Leistung, sondern für... für die Community. Das und das Video war ja auch für die Community. Ja, was ist mit den Würsteln hier? Ja, was denn? Ja, hallo, die Kamen, sind noch nicht hallo, durch, jetzt lass die meine mal. Meine Augen brennen so schwer, Mann. Julian Schäfer sagt, krass, es gibt seit gestern Abend ein streng geheim gefilmtes privates Sextape von Rihanna. Mann, hat die geile Titten. Echt jetzt? auf promiskandal.com. Ihr kennt ja diese, ich rede mich jedes Mal über diese Werbekommentare immer auf, Alter. Oder da ist doch auch immer dieses in 18 Sekunden 5000 Euro verdienen oder so. Probier es hier aus und so. Leute, lasst das. Das würde mich mal richtig interessieren. Gibt es irgendwen, der das mal gemacht hat und der damit Erfolg hat? Nee, das ist, nein. Schnelle Anekdote dazu. Ich habe das mal, es gab sowas wie, spielt hier Roulette, hier die und die Taktik, dann gewinnt ihr immer. So, und das war so tricky gemacht, und zwar habe ich mir das angeguckt und im Spielgeldmodus hat der Trick geklappt. Da habe ich in einer Stunde 300 Euro gemacht. Also was, also aber, virtuelles Geld? Ja, also ne, kein echtes, ja, Geld. So, ja. So, da hat der Trick geklappt, aber wenn du dann in den Echtgeldmodus gegangen bist, da hat er halt nicht geklappt. So tricky war das. Da haben wir ja was aufgedeckt, ja, jetzt. Leute, lasst es, das geht. Lass die Finger von sextape.com, oder wie das heißt. Oh. Auch wenn sie geile Titten. Monika Bergebauer. André, warum hast du am Ende vom Fiedo kein Oberteil an? Von was? Von Ach Fiedo. So. Ja, Monika, ich habe jetzt auch keine Hose an. Yeah. Oh mein was Gott. Was willst du tun? Was willst du tun? Was wollt ihr tun? Was? Der ist ja tot, ne? Der echte Gangster. Der, ja, wusstet ihr das? Der echte Gangster, kennt ihr den? Mit diesem, wie hast du der immer gesagt? Ich bin der echte aber, Gangster. Ich fand das auch traurig. Ja, ist schon traurig, ne? Gab's nicht auch diese Tokyo Hotel? Dieser haltet eure Maul, die das immer gesagt hat. Was? Komm mal lieber weiter, ey. Skid Row. Ich glaube, hier ist gerade windig, aber egal. Skid Row. Was soll eigentlich dieses oberflächige, dämliche Unterhaltung von YouTube? Fragezeichen Zeitverschwendung. Was? Was? Ich habe nichts verstanden. Was, also was diese oberflächliche, dämliche, sinnfreie Unterhaltung von YouTubern soll? Genau, das war das Video ja nicht. Es hat ja eine Botschaft ja gehabt. Ja, stimmt eigentlich, ne? Deswegen... Wie heißt der? Wie heißt der?
Skid Row? Skid Row. Skid Row. Was willst du machen? Hm? So, pass mal auf, wir finden Skid raus, wo du wohnst, dann machen wir mal ein Skid Row. Soll ich dir mal eine Bratwurst in den Arsch schieben? Komm mal. Skid Row, ich zeig dir mal, was mit deinem Würstchen passiert. So. Guck mal. Oh, Jana. Da ist es. Oh, nein. Und, oh. Hallo, Jana. Oh, Jana. Oh, bist du dumm. Kigelei B sagt, der Outtake war am besten übelst ein Lachflash. Also ich muss echt sagen, wir haben da, auch da war eine Szene in diesem Video, das war glaube ich, Alter. Das war das heftigste Outtake oder die Outtake-Serie heftigste, die wir jemals gedreht haben. Ich weiß noch, als wir diese Strumpfhosen übergezogen haben, Jan, du bist... Ich konnte nicht. Jan hat da rumgeschrien. Komm, Leute, Film ab hier. Scheiße, was die Polizei? Hast du den Ball? Oh Gott. Scheiße, Mann! Die Bullen! Hast du... Oh, Mann, auf! Oh, Scheiße! Oh mein Gott. Ich heile. Scheiße, du Bullen! Hast du den Ball? Ja. Oh Mann, ey, so cool. Alter, nee, Mann. Alter, ich kann nicht. So, das war's mit Outtake und Comments. Richtig geil. Magst du Bratwurst? Was war noch so? Was gibt's noch so Backstage-iges? Ah, doch. Der gute André war beim Zahnarzt, habe ich mitbekommen. Wollt ihr mal sehen, wie... Oder wo ja, das also es wirkt, es wirkt halt wirklich so, als ob ich da unter Drogen komplett... Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, es geht Backstager. Grad... Grad beim Zahnarzt Betäubung in die Fresse gerade bekommen. Na, wollte ich nur mal loswerden. Hier ist ja mega eklig, Alter. Lol, lol. Ja, was gibt's noch? Mir fällt noch ein, um gegen die mega Hitzewelle hier anzukämpfen. Ihr habt da bestimmt auch so eure Tricks. Wir haben da auch unsere Tricks und wir zeigen euch mal, was André und ich da so liebes zu gemacht haben. Jo Leute, ich habe dem Jan gerade ein unmoralisches Angebot gemacht. Hier ist es 30 Grad oder so, Jan. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guckt euch das an, Leute. Wir gehen ins Kühlfach. André hat hier, ich zeig mal, das ist ja sonst Schleichwerbung hier, ihr kennt vielleicht das Getränk, aber wir zeigen es mal nicht. Und André und ich machen immer sowas, wenn wir uns kalte Getränke holen, dann nennt sich das 5er Schluck oder wie es ist, oder 7er Schluck. Man muss, das ist richtig kalt und ohne abzusetzen, 7-mal schlucken oder 5-mal. Und dann, that's what she said. Und dann ist man in so einer anderen Dimension, weil einen das so umhaut. Und André hat jetzt gesagt, er schenkt mir diese Dose, weil es seine ist. Ehrenmann. Wenn ich das schaffe, aus dem Kühlfach einen 5er Schluck zu machen. Also das ist nicht gefroren, das ist halt aber kurz okay, davor. Ja, es ist ultra kalt, wirklich. Ja, los. Soll ich? Ja, 2 Euro, wenn du es nicht schaffst. Oh, okay, 2 Euro muss ich ihm geben, wenn ich es nicht schaffe. So. Ist das gefroren? Nein, oder? Boah, Alter! Man sieht diese Eiskristalle da drin. Oh mein Gott! Ja, ich hab nichts gesehen. Okay, okay. Oh, Leute, ich sterbe jetzt. 5er, los. Zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Hä? Hallo? Oh, das war Dimensionssprung. Hallo? Bist du wieder da? Houston. Was gibt's noch so zu verkünden? Was ist denn hier los? Ja, der Tisch ist ein bisschen kaputt. Hä, warum? Wir sind ja wie solche Country Boys hier eigentlich so. Ne? Die Schwarz ist richtig ekelhaft. Ach stopp, das ist auch vielleicht ganz interessant. Woo! Mysterious! Was kommt da wohl auf uns zu, Freunde? So, was haben wir noch? Auf dem Zettel. Wir haben noch auf dem Zettel, wir wollen hier was Neues einführen. Und zwar habt ihr das vorgeschlagen. Wie können wir das nennen? Wie kann man das nennen? Wir nennen es mal Challenge Time. Ape Crime vs. Community. Okay. Genau.
Genau so heißt es jetzt. Ja. Und zwar geht es darum, dass ihr an eine Mailadresse, die ihr Jan bestimmt gerade einblendet, die es noch gar nicht gibt. Mach ich mal. Da schickt ihr so Videos hin von einem Talent oder irgendwas, was ihr macht. Und wir müssen versuchen, das nachzumachen. Zum Beispiel. Das muss aber nicht über die Talent, das ist das falsche Wort. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt einfach. Ihr zeigt uns, wie ihr es schafft, fünf Burger in 3 Sekunden zu essen. Oder 7 Würstchen gleichzeitig im Mund zu haben. Ja, aber jetzt nicht immer nur so eine Scheiße. Es kann auch was Talent sein. Kreatives. Sowas wie länger Handstand oder wie viel Wäschekammern passt ins Gesicht oder was weiß ich. Oder Penislänge. So. Genau, und dann probieren wir das. Immer in den Backstage-Folgen suchen wir da uns da eine Sache raus. Und wir müssen das toppen. Genau. Und das heißt Ape Crime vs. Community. Ich glaube, das ist angekommen, oder? Ja, ich glaube, das hat man verstanden. Also seid mal ein bisschen creative. Und ja, was haben wir noch? War es das für heute Backstage? Ich glaube, ja. Ich wollte erst mal essen hier in Ruhe. Kommt mal vorbei. Klar, komm mal. Vorbei hier. Können wir grillen? Wollen wir nochmal schnell ein Voressen? Ja, komm. In Apex Slow-Mo. Slow-Mo. Warte, wir machen mal. Und 3, 2, 1. Mein Video verbrannt, ey. Ja, Freunde, das war's, würde ich sagen, für diese Backstage-Folge. Hat mich gefreut, hat uns gefreut. Den Rahmen da hinten auch. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Sonntag. Da kommt so ein Mini-Song raus. Genau. Oder am Dienstag, da kommt was, was ich jetzt noch schreibe, keine Ahnung. Ja. Genau, und ich mach den Ventilator. Hab ich das Sonntag gesagt oder Dienstag? Sonntag? Dienstag. Ihr wisst schon Bescheid. Bis dann, Freunde. Ciao.